paar sind an der Landebahn geblieben. Der Rest ist mit Hellmann mit. Man sollte wahrscheinlich jetzt... Also, sollte wahrscheinlich jetzt mit dem Motorrad weiterfahren, ne? Ah, schön, wir machen natürlich nicht mit dem Motorrad weiter. Keine Sorge. Ah, schön. Weißt du was? Dann weißt du mehr? Das hier ist mein Leben. Ich springe von einem verfickten Scheißhaufen in den nächsten noch größeren. Du Panam. Und ziehe alle mit mir runter. Ich will nichts sagen, aber unser Leben ist genauso. Meins. Meins, nicht unser. Wenn ich unser Leben sage, meine ich euch. Aber du hast nichts ver... Wir haben alle einen Scheißleben. Versprich es mir. Also gut. Versprochen. Schön, dass wir das zu Fuß laufen. Da sind wir, glaube ich, alle einig, ne? Ja, gut. Ich wollte eigentlich das hier machen. Ich muss noch hier der Spur nachgehen, ne? Naja, gut. Frisch. Sie sind hier in der Nähe. Hörbude, ja. Okay. Diese Spuren führen den Hügel hoch zu einer alten Tankstelle. Wahrscheinlich halten sie Hellmann dort fest. Mhm. Na dann. Oben auf der Tankstelle. Dann gehen wir dahin. Oh. Da war ein kleines Spuckenpläschen. Was? Sich vor meine Luftröhre geschoben hat. Geil, Alter. Aber schön, dass wir nochmal hier sind. Es sind aber ganz viele Drohnen, oder täuscht das? Oh ne, das sind... LOL! Amazon Transportdienst. Die Zukunft bringt schon was her, ne? Wäre das jetzt geil gewesen mit Motorrad? Sicherlich, ne? Alter. Ist hier das Lieferdienstzentrum? Das ist ja der helle Wahnsinn. Guckt euch das an. Eine Drohne nach der anderen. Ob da meine Bestellung von letzter Woche mit dabei ist? Okay. Ich bestelle immer aus der Zukunft heraus, weißt du das? Können wir das Ding, warte mal. Oh ja, oh ja. Guck mal hier. Überlastung, Unterstützungsmodus. Stell das Zielerfassungssystem des Geschützturms auf manuell. Nee, Drohnen, ich hätte. Ach, da umpolen. Die haben sich ja eingebunkert. Verstehe. Und umgepolt. Hier irgendwo sein. Aber wie sieh mal. Die Zapfsäulen. Funktioniert gar nicht. So sieht kein Verlassen. Sie haben vielleicht schon eine Extraktion angefordert. Funktioniert nicht. Finden wir ja bald raus. Das funktioniert nicht. Ich habe das Ding umgepolt und das ist einfach... Was? Geh einfach rein, ne? Wir haben die Kasse machen. Natürlich kommt da eine Drohne an. Natürlich kommt da eine Drohne, Digga. Natürlich kommt da eine Drohne, Alter. Auf Deckung! Nee, mein Freund, mal. Hier, du kriegst erstmal einen Synapsenbunner. Jo! Was ist passiert? Was ist passiert? Ich hoffe, ich werde gut eingerankt. Habe gerade eine Runde 10, 17 gespielt. Hast du schon mal einen Rang? Weil wenn ja, kriegst du ja ungefähr da, ne? Deinen Rang plus minus 1. Wenn du noch nie einen Rang hattest, dann... Kann sein, dass du... Was ist denn da gerade passiert? Ich war fast full life. Irgendwas explodiert und ich bin tot. Die Gegner an sich sind gar nicht so krass. Ja, steig ein, Panam. Panam? Warte mal, mal gucken, ob sie einsteigen. Alles da, Panam, ne? Wenn du da bist, ist das Ganze schon erledigt. Wenn der sie vor uns da ist. Okay, ich gebe dir Deckung. Okay, gut. Den Geschützturm um zu polen, war das Sinnloseste, was ich hätte machen können. Von daher gucke ich, ob es hier noch einen anderen gibt, aber ich glaube nicht, sieht nicht so aus. Es gibt halt die zwei, aber die gucken leider auf die Straße, deswegen ist das absolut sinnlos gewesen. Leider.
Manuelle Steuerung. Ach, sonst gibt's da auch nicht wirklich was. Nee, dann ganz ehrlich, dann deaktivieren wir die Dinger. Umpolen, Unterstützungsmodus, Überlastung initiieren. Ausschalten, ja. Ausschalten, ganz ehrlich. Ausschalten, ausschalten, ausschalten. Dann würde ich jetzt einfach reinlatzen mit der Schrot hier. Das war schön von außen nach innen. Hier fahren noch Leute vorbei, die denken sich, oh scheiße, da kriegen bald Leute auf die Fresse. Drohnen, Patrouillen. Die haben sich hier eingebunkert. Verstehe. Dann muss Hellmann hier irgendwo so sein. So, oh nein. Aber wie, sieh mal. Die Zapf sollen sie guten Schuss. So sieht kein Verlassen aus. Sie haben vielleicht schon eine Extraktion angefordert. Ach Mann, hier finden klappt nichts. Bald raus. Jo, 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 jo. Okay, warte mal, ich bin drinnen, Panam. Bleib zurück. Oh. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, also die Schrotflinte ist Pisse. So, warte, hier oben war ein Sniper irgendwo drauf, ne? Ist der runtergegangen? Ich sehe den Sniper nicht mehr. Ich sehe ihn einfach nicht mehr. Hier ist keiner mehr. Oh, da war ein Scharfschützen. Wäre eigentlich auch ziemlich nice. Komm hoch. Hab ich durch die Wand geschossen. Geil, Digga. Ah, nahmen die Drohne, Digga. Aber können wir die eventuell konvertieren? Bewegungsstörung, Pings sind nachts zum Burnout. Nee, scheiße. Geht bei Drohnen sind nachts zum Burnout? Ja, verdammt! Lad mal ganz kurz nach. Ich hab's auch noch für den Schuss drin an sich, aber. Pass mal auf. Wo ist die Drohne? Die lebt, glaube ich, auch noch. Ne? Oh. Ja, da ist sie. Okay, haben wir auch recht. Da war jetzt im Griff, Panam. Ich sehe Autos. Nomaden. Jo! Ich glaube, der war da nicht drin, ne? Fette Explosion. Hier oben haben sie, glaube ich, abgeseilt, ne? Hier sind die rein. Okay, dann müssen wir jetzt hier rein. Okay, gut. Dann haben die den hier in Sicherheit gebracht. Wir gehen innen rein. Komisch. Noch ich bin drin. Helmer. Helmer. Da komme ich nicht rein, da komme ich rein. Ihr immer mit eurer auf der Stelle ergeben. Warum soll ich denn auf der Stelle stehen bleiben? Oh, da ist noch was. Okay, gut. Wir sind auf jeden Fall drin, ne? Oh Gott! Geschützt. Das Gegner, ja. Erstmal gucken. Ne, erstmal anschießen, dann beobachten. Da draußen ist noch irgendwas Großes, oder? Irgendwas ist hier noch. Ich hab's im Urin. Ich sehe es auch auf dem Radar. Das Radar ist mein Spider-Sinn. Hier! Alter Bild. Ich kann ihr jetzt nicht helfen, weil das das stabilste Glas ist, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Alter, krass, oder? Ist das stabil, Alter? Können wir nicht, warte mal, kann ich nicht sagen, hier zerstören oder so? Nee, ne? Ja gut, hier können wir aber auch leider nichts damit machen. Dann geht's weiter durch die Tür. Du natürlich noch nach Automaten, die wir hacken können, aber hier geht's gar nichts einfach. Warte, geht's. Ist das hier nicht einfach nur ein zweiter Ausgang?
Irgendwo ein Gegner hier. Warte mal, schauen wir mal einen Ping. Da war noch was Blaues oder Lilanes. Okay, ja cool. Gibt's nicht mehr wirklich was. Oh ja. Ein paar Grenaders. Was haben wir da hinten eigentlich? Was ist das? Irgendein blauer Monitor? Grüner Monitor? Das. Oh, da ist er. Warte mal, ich hätte mal ganz kurz Panam da draußen, dann kannst du nämlich mit reinkommen, ne? Konzentrieren! Na los! Panam? Kannst kommen, alles tot. Der ist noch intakt, ne? Oder ist er sehr cool? Warte, mir geht's rein gar nichts mehr. Kannst, wenn du Bock hast. Gut, Kamera ist halt noch da. Ich bin leider überladen. Wenn man dem Spiel einfach überladen ist. Die Hölle. Ich zerleg wieder ein paar blaue Sachen mal. SPS absteigend. Okay, blaue Sachen haben wir, aber gar nicht so viele, krasse. Nee, da komme ich nicht weit. Ich gehe am besten mal. Wir können sowieso mal wieder gucken, was wir Schönes hier haben, ne? 23 Panzerung. Alles klar. 77, 85 nehme ich. Hier haben wir 23, 49, 49. Strong, Digga. Strong. Und erhöht die Panzerung nochmal als Bonuseffekt. Hier haben wir 88. 89 lohnt sich nicht. Hier haben wir 39. 60. Hit, Alter. 60. Okay, und hier haben wir noch nichts Geileres. Nee, weil dann können wir nämlich hier auch mal ein bisschen zerlegen. Verstehen Sie? Alter, das Ding macht sogar noch ein mehr. Red Alerts, Netrunner Anzug. Nee, finde ich nicht so geil. Glaube ich. Nee, finde ich nicht so geil. So, hier, ich zerlege auch mal hier ein paar. Oh ja, hier können wir aber auch fleißig zerlegen. Ne? Ich glaube, das geht klar. Wir können noch ein paar lilane Sachen zerlegen. Das passt, glaube ich, alles. Na dann, der Moment ist gekommen. Oh nein, ich muss noch was looten. Also, Pami hatte mich ja vorhin bei Tower of Fantasy gefragt, ob mein Looting-Drang befriedigt ist. Ganz ehrlich, scheißegal. Heute steht Cyberpunk auf dem Plan. Und das ist doch egal, wie stark mein Looting-Drang erfüllt wird bei irgendeinem anderen Spiel. Das hier macht alles wieder gut. Egal, welches Spiel das war. So, warte mal, wo war denn das jetzt? Das Cyberpunk ist so krass, was Looten angeht. Ja, der chillt da jetzt trotzdem halt einfach ab. Der ist ja safe, oder? Oh, ich glaube, kann das sein, dass wir über die Decke da reinkommen? Kommen wir da über die Decke rein oder wie kommen wir da rein? Wo sind die denn jetzt her? Ja moin, wie sind die da reingekommen? Hier wahrscheinlich, ne? Guck mal hier. Das sieht doch gut aus. Verschickt. Hey, ganz ruhig. Wir müssen reden. Wer? Yorinobu Arasaka? Willst du mich zurückbringen, oder? Die erbärmliche Ratte kann sich nirgendwo mehr verkriechen. Keine Rettungsringe mehr. Stopfe ihm endlich das Maul. Ist das denn? Er sieht richtig krank aus. Kein Fan, vermute ich. Er ist auch nicht gerade ein Fan von dir. Der Pisser weiß gar nicht, vor wem er mehr Angst haben soll. Vor dir oder Arasaka? Kein Fan, vermute ich. Er ist auch nicht gerade ein Fan von dir.
Wir sollen ihn bewusstlos schlagen. Was ist denn mit ihm hier eigentlich? Vor dir oder Arasaka? Soll ich ihn erst mal bewusstlos schlagen? Nimm's nicht persönlich. Okay, gut. Den einen wollte ich gar nicht töten, aber. Informieren, wenn du Helm an hast. Mude. Ja, Sekunde. Ich ruf ihn an. So, Takemura. Aber denk dran, du hast Hellmann. Das ist ein fettes Ass im Ärmel. Versuch, was damit zu erspielen. Takemura hat mir das Leben gerettet. Schon vergessen? Weil es für ihn von Vorteil war. Reine Eigennützigkeit. Nee, glaube ich nicht. Du kümmerst ihn einen Scheiß. Das glaube ich nicht. Da geht doch gar nicht ran. Hurra. Okay. Gute Nachrichten. Ich hab Hellmann. Lebend? Was hat er gesagt? Natürlich lebend. War nicht gerade sonderlich gesprächig. Ich bringe ihn ins Sunset Motel. Ich bin unterwegs. Behalt ihn dort, bis ich eintreffe. Verstanden. Bis dann. Alles klar. Na dann. Dann hat Pani ihre Schulden bei uns beglichen. Wo ihr in Ruhe reden könnt. Ja. Also ich krabbel durchs Fenster rein, weißt du, obwohl das so, so ein ganz normaler Weg ist. Was ist das? Ist das Werbung oder sind die gerade gekommen? Oh nein, die Türen sind zu? Oh. Ich glaub, deine neuen Schumbas sind da. Ist der das? Das ist er. Ja, moin. Wirf ihn aufs Motorrad. Wo waren die denn gerade? Ey Leute, wo waren die gerade? Ich habe das alles alleine gemacht. Wir haben die Leichen unserer Leute vom Unfallort weggeholt. Sie gehören ins Lager. Ich finde, wir sollten uns langsam verziehen. Bevor wir hier irgendwem auf den Schwanz treten. Er ist nur skeptisch, ne? Nein. Vielleicht sollten wir genau das tun. Immer noch angepisst, was? Nicht bewegen, okay? Die Kavallerie ist da. Mitch hat ein paar Aldecaldos gerufen. Alles sicher. Uns hat niemand auf der Straße gesehen. Aber wir sollten trotzdem verschwinden. Was hast du mit ihm vor? Muss noch ein paar Fragen stellen, ist eine lange Geschichte. Je weniger du weißt, desto besser. Ist eine lange Geschichte. Ich muss noch ein paar Fragen stellen. Ich muss ihm nur ein paar wichtige Fragen stellen. Dann hoffe ich, dass du ein paar wichtige Antworten kriegst. Tarzan ist auch am Start. Hier ist alles erledigt. Alles sicher. Hab gehört. Mitch verdankt dir sein Leben. Wie das ist so. Und Panam. Die beiden haben meinen Arsch zusammengerettet. Ich hoffe, er war es wert. Saul, ich habe versucht, Scorpion zu warnen, aber er... Vielleicht kann ich irgendwie helfen. Ich glaube, du hast genug getan. Ich wollte ihn aufhalten. Na klar, dreh dich einfach um und scheiße auf alles. Darin bist du ja der Beste, nicht wahr? Hör zu, das war wirklich nicht Panams Schuld. Pass auf, du und ich, wir sind keine Freunde. Außerdem hat ja noch nie jemand irgendwen beschuldigt. Ja, klar. Panam hat mir nur geholfen. Wenn ich nicht gewesen wäre, wäre der AV nicht abgestürzt und Scorpion und seine Leute wären nicht hingefahren. Das ist die Wahrheit, Saul. Ein Aldecaldo ist immer für sich und seine Leute verantwortlich. Die Umstände ändern absolut nichts daran. Vielleicht sollte Panam sich fragen, ob sie noch ein Aldecaldo ist. Was ist das denn für ein komischer, negativ eingestellter Tarzan-Verschnitt? Spür meine Klinge! So, warte mal. Warum seid ihr hier? Macht ihr keine Sorgen wegen Saul. Würde mich halt auch interessieren. Ich will mich hier nicht beschweren, aber was macht ihr hier? Saul, er kam mit den anderen. Wir haben uns um die Toten gekümmert und ich habe ihm erzählt, was passiert ist. Er meinte, wir sollten euch folgen. War besorgt, dass euch was passiert. Dass Panam was passiert. Saul? Hör zu. Vielleicht versteht ihr euch gerade nicht, aber du gehörst zur Familie. Und Saul würde alles für die Familie tun. Ich frag mich halt, ob ich echt noch zur Familie gehöre. Das weißt du genau. Komm zurück. Versteh schon. Hey, sie will ja selber nicht zurückgehen. Tut mir leid, das eben. Sehr, sehr creepy. Manchmal wird's bei uns ein bisschen überdramatisch. Aber ich klär das schon. Und du pass auf dich auf. Ach ja, die gute Claire. Und, was jetzt? Zurück nach Night City? Ja, ich meine, glaub schon. Ich muss mal ein bisschen nachdenken.
über alles. Das ist eigentlich auch eine gute Idee. Saul, Mitch, sie behandeln dich wie ein Mitglied der Familie. Gib ihnen doch noch eine Chance. So einfach ist das nicht. Ist es in keiner Familie. Sie kommen. Ihr habt eine Minute. Hauen wir ab. Ich verzieh mich auch. Okay. Pass auf Scorpions Motorrad auf. Ist jetzt deins. Oha. Wir haben schon wieder ein neues Motorrad bekommen, Leute. Krass, ohne dafür Geld auszugeben. Aber wobei da das weiße Motorrad sagt. Aus. Weg. Weg, ich wollte es nur noch mal angucken. Der hat aber einen Hänger, du. Ja, keine Ahnung, wo ich gerade bin. Das sieht mir nicht bekannt aus irgendwie. Ach, das ist die Absteige, wo ich mit Panam geschlafen habe, ne? Übernachtet habe. Ah. Hey. Wo bin ich? Ein Was Motel ist das hier? Im Nirgendwo. Welches Nirgendwo genau? Spielt keine Rolle. Du wirst hier Nintendo. Eh nur in Begleitung rausspazieren. Warum sind wir hier? Ich will über deine kleine Erfindung reden. Den Biochip für Arasaka. Na gut. Aber ich will erst etwas wissen. Du wurdest nicht von Yorinobu Arasaka geschickt. Nein. Das bedeutet, du musst ein Angebot für mich haben. Wenn dein Boss mehr als Kang Tao bezahlt, dann können wir reden. Ich glaube, er ist gerade gar nicht in der Position zu verhandeln. Also so sehe ich das, ne? Also ich weiß nicht. Ich habe ein Problem und du wirst mir helfen. Ne, ich habe keinen also. Angebot. Wie geht es weiter? Niemand hat mich geschickt. Ich habe ein Problem und du wirst mir damit helfen. Eben. Und was hat das mit dem Biochip zu tun? Dein Tech versucht mich umzubringen. Ich habe selber jetzt ganz Zucker. Deine Tech versucht mich umzubringen. Das andere geht eben nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass sie das nicht tun sollte. Wenn du was reklamieren willst, brauche ich mehr Details. Ich habe Johnny Silverhands Konstrukt in meinem Kopf. Und da will ich es nicht haben. Silverhand? Konstrukt? Das ist unmöglich. Wo hast du diesen Biochip her? Ich habe ihn Yorinobu Arasaka gestohlen. War ein Job, aber die Klientin hat mich hängen und lassen. Und du dachtest, der beste Aufbewahrungsort wäre dein eigener gottverdammter Kopf? Ehrlich gesagt war die Idee nicht schlecht. Das Konstrukt hat mich rebootet, als sich mein Kopf eine Kugel eingefangen hat. Ich wusste, Yorinobus Plan würde schieflaufen. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Arasakas Premium-Tech hat echt die Straße erreicht. Aha. Sein Plan wird okay. Was für ein Plan? Du musst den Biochip aus meinem System Okay, da gehen wir gar nicht weiter drauf so ein. So einfach ist das nicht. Komm schon, du hast das Teil gebaut, oder? Also, wo ist das Problem? Wenn du die Wahrheit sagst, dann trägst du eine neue, experimentelle Version des Biochips. War ja klar. Man kann sie nicht einfach rausreißen. Mein Ripper meint... Ist das einem verfickten Straßendock gezeigt? Wer weiß noch davon? Ich brauchte Hilfe. Oder dachtest du, ein Kang Tao AV abzuschießen, wäre mein erster Gedanke gewesen? Was macht diese Version anders? Ein anderes Engramm? Ganz anderer Ton. Mit etwas mehr... Ganz anderer Sound. Bewusstsein. Aggressivität. Der Biochip ist das einzigartige... Die knappe Johnny. Silverhands Engramm. Der Vorgänger wurde nur dazu benutzt, mit vorgespeicherten Engrammen zu kommunizieren. Und er war verdammt selten und hat ein Vermögen gekostet. Ja. Der hier ist sogar noch seltener. Er soll ein Engramm in einem neuen Körper installieren und aktivieren. Als ich Arasaka verlassen habe, war das Projekt noch in der Testphase. Also weiß er eigentlich auch nicht. Was kostet die Unsterblichkeit? Alter. Wer könnte sich so eine Tech überhaupt leisten? Niemand. Das Modell... sollte im Haus bleiben. Ah ja, okay. Die Anfertigung des Prototyps war Saburo Arasakas direkter Aber warte Ort. Mal, dann... Er beaufsichtigte das Projekt höchstpersönlich. Also hätte ohne Yorinobu niemand je davon erfahren. Und ohne dich wäre das Projekt nie ein Erfolg geworden. Das ist wahrlich ein Durchbruch. Aber warte mal, dann ist das Ganze doch eigentlich gar nicht dazu da, um eine Persönlichkeit auf ein Gramm hochzuladen? Und das dann bei dem Tod in einen anderen Körper hochzuladen, sondern doch eher zum Sammeln von irgendwas in Gramm oder nicht. Also das ist ja schon eine andere Art, eine andere Funktionsweise. Wie genau sollte diese neue Version denn funktionieren? Wolltet ihr, dass das in Gramm Leute aus ihrem eigenen Körper schmeißt?
Ist der Scheiß beabsichtigt? Während der Tests gingen wir davon aus, dass der Wirt während der Implantation neural unbeteiligt sein würde. Du meinst tot? Ja. Was das, was dir passiert ist, umso interessanter macht. Okay. Ja, ja, toll. Deine Tech funktioniert. Jetzt hol sie raus aus mir. Sieh an. Ich muss sie mir erst ansehen. Was willst du jetzt? Ich vertraue dir nicht, heim an den Bioschirm. Aber ich muss das machen, ne? Muss langsam. Ich sag ihm das. Wir kennen uns kaum. So schnell vertraue ich dir nicht. Wie hast du dir das sonst vorgestellt? Wenn du willst, dass ich dir helfe, muss ich dich erst untersuchen. Ja gut, ich habe halt keine andere Wahl, ne? Also let's do this. Okay. Schwierig. Hm. Unglaublich. Sie lädt doch hoch, als ob ich kann nicht fassen, dass ausgerechnet dieser Anzug uns helfen wird. Kann ich nicht eigentlich mal duschen gehen? Oh, verdammt! Beeindruckend, was? Was für ein Jammer, dass ich ihn nicht näher untersuchen kann. Ah, scheiße. Du hättest auch sein Versuchskaninchen sein können. Sag mir, wie ich ihn loswerde. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Dein neurales Netzwerk ist vollständig verkümmert. Ohne den Chip kann es nicht mehr funktionieren. Ich könnte dir allenfalls... Woho, Zeit zum Falschen, Baby. ...ein gutes Hospiz in Schweden empfehlen. Dort würde man dich durch die letzten Abschnitte begleiten. Die Schmerzen minimieren. Also selbst der Erschaffer sagt uns, wir sind bald tot. Du bist still. Ja, ich traue gerade noch ein bisschen. Muss ich erstmal verarbeiten. Ich weiß nicht, wie ich damit zurechtkomme, mein Freund. Also hier, ich... Moment, du meintest, das Projekt war in der Testphase. Du weißt also nicht, wie es enden wird? Doch. Ich habe gerade gesehen, wie das Konstrukt dein Gehirn verschlingt. Es ist dazu programmiert, seine neue Umgebung zu dominieren. Um jeden Preis. Und dein kleines Matschhirn ist hilflos dagegen. Also, wird das Engramm früher oder später siegen? Ja. Und von dem, was man sich über Silverhand sagt, scheint das genau sein Stil zu sein. Hm. Sieht aus, als wäre ich zu einer Arasaka-Legende aufgestiegen. Was genau geht in meinem Kopf vor? Sag du mir das. Wie ist es so, zwei Persönlichkeiten zu haben? Ist ja nicht so, als würdest du Stimmen hören. Du bist gleichzeitig du selbst und Silverhand. Genug davon, ich kann ihn nicht sehen. Ich kann ihn sehen und mit ihm reden. Ich will hier nicht über Philosophie. Ich weiß halt nicht. Ich glaube, ich vertraue. Also, ich sag mal was. Ich kann ihn sehen und mit ihm reden. Ihr redet nicht. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Hast du bemerkt, wie das Konstrukt auf deine Entscheidungen Einfluss nimmt? Das reicht's aber. Was meine Entscheidungen angeht, Johnny, nicht mehr als eine Stimme in meinem Kopf. Er hat keinen Bock mehr. Er mag andere Meinungen haben, aber er hat keine Kontrolle. Ja, absolut. Du bist echt ein verdammt sturer Wirt. Keiner von euch gewinnt die Debatte. Die Ansichten verlagern sich nur, langsam aber sicher. Wie meinst du das? Du wirst langsam Dinge tun, die unvorstellbar waren. Zumindest für dein altes Ich. Und du weißt ganz genau, wie er drauf war. Ein Fanatiker. Ein Terrorist. Ein Selbstmordattentäter. Stimmt, ne? Also wir machen auf jeden Fall eine waghalsigere Sache. Ich halte es für besser, dass du in diesem Stadium klinische Isolation in Betracht ziehst. Wenigstens hat Johnny sich nie wie du für Geld ficken lassen. Verteidigst du ihn? Oder ist das Johnny, der da spricht? Lass mich raten. Er hat schon versucht, deinen Körper zu übernehmen. Oder? Nur für einen Nein. Würdest du das? Könnte lustig werden. Johnny? Ich mach nur Spaß, aber pass auf! Der Anzug versucht dich zu belabern. Weißt du was? Das reicht jetzt. Willst du nur Zeit schinden? Weil es momentan so klingt, als wolltest du mir erklären, dass du nutzlos bist. Ich meine, in dem Fall kann ich dir einfach ins Hirn schießen und uns beiden Zeit sparen. Na endlich.
Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wenn du mit mir zu Kang Tao kommst. Versuchen reicht nicht. Ich glaube fast, du willst dich bei den Chinesen einschleimen. Auf meine Kosten. Weißt du überhaupt, wie viele Daten in deinem Kopf sind? Selbst wenn ich dir nicht helfen kann, muss ich die Daten retten. Ja, fick mich und gib mir Tiernamen. Der Typ hat gerade zugegeben, dass du recht hast. Vergiss Kang Tao. Hast du noch andere Ideen? Wenn du meinst, jemand anders könnte dir helfen, dann könnte ich dir die Blaupausen geben. Vollständige Dokumentation des Projekts. Kang Tao hat mir ein großzügiges Angebot dafür gemacht. Du hast sie bei dir? Muss er ja. Ohne die ist der Flachwichser wertlos. Dann lass mich raten. Wie? Takemura? Was macht der hier, verdammt? Er hat selbst noch ein paar Fragen. Ich dachte, wir können uns jetzt abkaufen. Rettet er vielleicht sogar deinen Arsch. Ich bin fast fertig. Los, die Blaupausen. Takemura. Okay, da sind sie schon mal. Ach so, krass. Ich dachte, wir müssen jetzt bezahlen, aber ich war schon wieder. Ich vergaß. Wir sind im Verhandlungsvorteil. So funktioniert das. Ach so. Ah. Das heißt nichts. Sofern wir jemanden finden, der das Dreckeblubber versteht. Ja, ich verstehe alles. Ja, Zugriff. Kabuto Arasaka. Alles klar. Was willst du mit ihm machen? Das weiß ich noch nicht. Meinst du das ernst? Du kennst mich. Ich kann sehr spontan sein. Er gehört ganz dir. Ich lasse euch beide allein. Ich hoffe, wir können uns einig werden. Das ist in deinem besten Interesse. Wie? Das werde ich nicht vergessen. Gar kein Problem. Meine Kehle ist ganz ausgetrocknet. Gib mir ganz viel Geld, bitte. Gib mir alles, was du noch hast. Ich dir nicht mal ein Glas Wasser gegeben. Inakzeptabel. Ja, wie? Unmensch. Wusste ich nicht. So bin ich nicht. Das wirst du noch sehen. Von mir bekommst du eimerweise. Nein. Es geht schon. Okay, Takemura ist mir absolut sympathisch. So bin ich nicht. Von mir bekommst du eimerweise. Dass er im Wasser erstickt, Digga. Beziehungsweise er trinkt. Zieh dir das hier mal rein.